Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Wir machen in der Hauptquest-Sequenz 7 weiter. Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Die Zweitbesetzung rufen. Micheletto zur Aufführung folgen, bei der Verfolgung einen Weg finden, wie die Assassinen-Rekruten das Stück infiltrieren können. Was volle Synchronisation, die Assassinen-Rekruten einsetzen, um die Ziele zu eliminieren. Scheiße, wir haben fast alle, ich habe fast alle losgeschickt. Oh, so ein Dreck. Ah, fuck. Das hätte mir aber vorher mal einer sagen müssen. Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Troche, lieber Freund, würde ich euch anlügen. Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna preis. Und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur, ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trocke. Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen. Hab Dank, Cesare. Das werdet ihr nicht. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucretia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere. So ein Arsch. War schön, unsere ganzen Assassinen kommen langsam zurück. Ja, schön. Jetzt kommen unsere ganzen Assassinen Gott sei Dank zurück. Schön auf Abstand bleiben, dass der uns nicht sieht.
Oh, scheiße. Oh, oh. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni. Attentat von oben. Jawohl. Stühle halten. Ah, ich hätte die Assassinen-Rekruten einsetzen müssen. Oh, ich bin noch so ein Depp. Komm, 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 gib ihn. Horsi, Horsi, Horsi. Bleib stehen, du dummes Gaul. Schon, gib Stoff. Die sind, ich finde die total lahmarschig, die Gäule hier. Ich habe die schneller in Erinnerung. Hätten Assassinen-Rekruten einsetzen müssen. Das ist mir aber zu spät eingefallen. Abstand bleiben, nicht zu dicht dran. Der reitet ja schon gefühlt fast einmal rum, ey. Oh Gott. Das ist zu dicht. Jetzt kommen gerade noch mehr Assassinen dort zurück, das ist gut. Wieso kam der auf einmal zurückgeritten, dieser blöde Arsch? Auf einmal kommt der zurückgeritten. Alter, ganz toll. So eine Scheiße. Müssen wir ihn jetzt noch mal den ganzen Scheißweg verfolgen, ey. Bescheuert. Reitet ja einfach zurück. Also entweder war das beabsichtigt oder da war irgendwas gerade nicht richtig im Spiel. Lassen wir vielleicht am besten noch mehr Abstand. So, dass wir ihn zwar sehen von Weitem, aber... extrem viel Abstand. Entschuldigung. So, jetzt aufpassen. Vielleicht kommen wir an die Stelle wieder zurück, wo er sich einfach umgedreht hat, der blöde Arsch. Da, der dreht gar nicht um. Gibt's euch? Der läuft einfach weiter. Hi, hi.
kenne den Mann. Ist doch nicht etwa. Ah, wann haben die mich denn gesehen, die blöden Arschlöcher? Oh, ne, 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 ne. Oh, ich hasse das wie die Pest. Das ist doch ein Scheiß. Wie sollst du denn da jetzt schon wieder durchkommen, ey? Oh, ich das hasse. Nur mal so nebenbei. Das ganze Gebiet hört eigentlich mir. Gottes Willen, ey. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Das ist echt schweißtreibend, sowas, ey. Guckt euch das an. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, das Pferd von dem ist schneller als meins. Obwohl ich die R2-Taste reindrücke. Die rennen sich einfach gegenseitig über. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Was? Oh, jetzt hat er uns gesehen. Oh, ey, komm. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich bin zwar ein großer Fan, dass man wieder zum Ursprung zurückgeht, aber manchmal ist es einfach nur ekelhaft.
Mischen sich einfach alle ein, ne? Aua! Das ist doch. Mann, er ist zu schnell. Du musst mich nicht töten. Ich gehe einfach. Ja, jetzt auf einmal will er nicht mehr getötet werden. Und hat er mir noch einen Pfeil in den Arsch geschossen. Gottes Willen, ich hoffe, wir haben es jetzt. Dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Oh mein Gott. Ein ganzes Kolosseum hochklettern. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Brotherhood. Und dann geht es an der Stelle weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis dann.